Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serenity spielt im Month of Love, und zwar mit einem Einzelspiel mit dem Titel Forest Legends, der Ruf der Liebe, ein Wimmelbildspiel. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich habe von der Reihe noch nie irgendwas gehört. Ich hoffe, das mit dem Audio-Sound ist so in Ordnung für euch. Was machen wir denn? Tipp, Schaltfläche lädt schnell, ja, der tiefe Bereich funkeln. Hier ist keine Spielanleitung, na, machen wir auf normal. There was a time when humans and creatures of magic lived in harmony. Werecats, known as Felices, had married human women. But one day, the harmony broke and the war began. The kingdom of the Felices and the land of the humans. Determined to banish magic, the humans overthrew their gods and they outlawed magic and magic creatures. In spite of this, love arose to take the place of hate, and life defeated death. Eveline, the daughter of a hunter, fell in love with a werecat. The sworn enemy of the humans. Their love was a crime. What lies ahead for our characters? What hand has fate dealt them? In time, you will know everything. For now, a young couple has met secretly in the thick of the Forbidden Forest. You're not exactly master of choosing places for our dates, are you? I was barely able to find the path. I chose this place for a reason. Do you see that tree stump? A little dragon will appear there soon. Really? I've never seen a dragon. My father and the hunters killed the last one. No, they didn't. If you tame a baby dragon, it will be your faithful helper. Come closer. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? So, ich blende mich jetzt einmal wieder ein. Wir machen mal nein. Und wir schauen uns jetzt trotzdem erstmal alles an, was wir hier haben. Also gut, wir haben hier einen Baby Dragon, den sollen wir zähmen, ne? Denn er wird uns weiterhelfen und unser treuer Begleiter sein. Ein Drache! Ich bin noch nie einem begegnet. Ich komme mir vor, als würde ich ein Wunder bezeugen. Er erinnert mich irgendwie so ein bisschen an unseren Pocket Dragon, den wir in Awakening hatten. Ja, bei uns daheim wird ihn niemals jemand suchen. Aurelio, can you hear me? What happened to you, darling? It's just a scratch. Was the bullet made of silver? I must clean the wound as soon as possible. Also scheinbar scheint für Werwölfe und für Werkatzen das gleiche Prinzip zu gelten. Silber scheint tödlich zu sein. Ich sollte die Wunde nicht mit einem trockenen Lappen säubern. Er sollte vorher angefeuchtet werden. Ja, ich nehme ihn mit, tauche ihn in Wasser. Du hast bestimmt welches. Sonst noch was tun, das ist die Wunde. Zum Glück nur oberflächlich, aber Aurelio sieht extrem blass aus. Die Kugel muss aus Silber gewesen sein. Was habe ich denn denn? Fenstergriff. Toll. Kann ich hier auch irgendwie... Ah, da kann ich raus. Die Hunters won't think to search my cabin. I can barely believe it. They tried to kill us. And now Aurelio is wounded. I must help him. Warum sollten die Jäger nicht auf die Idee kommen, dein Zimmer zu suchen? Sie haben dich gesehen mit ihm zusammen. Sie wissen, dass du ihn beschützt. Okay, das sind wohl wir und Papa. Ja, Vater und ich, meine Familie, wir stehen uns nahe, aber manchmal muss ich ihm zeigen, dass ich bereits erwachsen bin und meine eigenen Entscheidungen treffen kann.
Okay, kann ich das mitnehmen? Nö, kann ich das da ansehen? Ja, das bin ich. Wer hat ein Porträt von sich selbst? Ich sehe richtig gut aus. Ja. Die Katzen irgendwie noch ein guter Freund gab mir diese Katzen. Was wird sie mir heute bringen? Diese habe ich in meinem Briefkasten gefunden, aber ich weiß nicht, wer mir dies geschickt hat. Wenn ich das Fenster öffnen möchte, brauche ich einen Griff. So, den haben wir doch gerade gefunden. Ich schraube auch immer prinzipiell meine Griffe ab, bevor ich das Haus verlasse. Kann ich das bitte mitnehmen? Noch nicht. Das sieht nicht sehr sauber aus. Ich sollte die Wunde verarzten. Hoffentlich ist Silber nicht so gefährlich, wie die Wehrkatzen immer behaupten. Was habe ich denn da im Herz? Toll. Toll. Kann ich hier Dinge ansehen? Das Rad lässt sich nur schwer bewegen. Die Achse scheint verrostet zu sein. Ich muss sie ölen. Finden noch Dinge? Ich habe ein Blumenporträt. Niemand mag die Stillleben der hiesigen Künstler. Er malt Dinge, die alle in ihrem Garten haben. Warum haben wir denn eins davon an der Wand hängen? So halt, ne? Ich liebe Katzen, auch die wilden. Sie sind gefährlich, aber auch so anmutig und grazil. Oben ist nur noch ein Fenster. Was kann ich da noch machen? Ach du Schande, das Herz kommt auf jeden Fall hier rein, ne? Bewege die Teile des Gemäldes, um das Bild des berühmten Kampfes zwischen Selena und der Seeschlange zusammenzusetzen. Okay. Ich muss jetzt erstmal lesen, was da steht. Unter dem Licht eines jungen Mondes begegnet ein Schiff der Seeschlange. Seine Crew erinnert sich an eine alte Legende. Selena wird sie alle retten. Also ein Schiff. Das Boot sollte zur Seeschlange segeln. Ja, ich habe noch keine Seeschlange. Moment. Kriegen die Seeschlange dahin, ne? Ach du Schande. So kriege ich das da. Ja. Ja. Okay, kann ich jetzt hier. Jetzt muss ich hier aber noch eine Seeschlange draus machen. Ich habe ja noch eine Wahl. Wie bastel ich denn hier? Das ist schön, das ist jetzt Selena, aber ich hätte gerne eine Seeschlange. So, es scheint besser zu sein. Ich verbrenne eine Seeschlange im Meer. Okay. Wasser scheint brennbar zu sein. Machen wir das mal. Ich verbrenne sie mit magischem Mondlicht. Never said he fought the Felices, even though he told me about the war. Why did he hide this from me? Kriegsheld, der Jäger Francis tötete den Anführer der Felices während des Kampfes an der großen Mauer. Somit gewannen wir die Schlacht. Wir ehren ihn für seine tapferen Taten. Strange. Ja. Ist in Ordnung. Kann ich hier sonst noch irgendwie was klauen oder so? Nee. Die Waffe funktioniert scheinbar nicht. Was habe ich denn da jetzt? Goldenes Vlies in der Ölkanne. Toll. Gib mir halt das hier. Öle ich halt mein komisches Spinnrad. Und jetzt habe ich mein goldenes Vlies und spinne daraus hier natürlich aus Goldfasern hier ein Tuch, um meinen verletzten Lover zu heilen. Kann ich ja sonst noch irgendwas tun? Nein, sieht aber so aus. Also gut. Gut, verbinden wir das hier mal. Goldene Verbände sind bekannt dafür, Wunden schnell zu heilen, okay? You feel better? Evelyn, are you okay? Did that monster hurt you? He's not a monster. How can you say that?
Evelyn, it's a Feliz, a beast, a wild creature from the Forbidden Forest. You don't know anything about Aurelio. I love him. And we're engaged. What are you talking about? My daughter, the daughter of the Chief Hunter, is going to marry a werecat? I've never heard of anything more shameful. Father, I love you, but I've made up my mind and you can't change it. Und jetzt haben wir natürlich gleich die Dramatik hier mit drin, ne? Mit Papa taucht auf und was waren die Blumen hier? Long trail of fiery flowers behind him. The blood of an evil beast wouldn't do that. Father is wrong about him. He won't hurt me. I must find him. Okay, hinterlässt feurige Blumen. Okay, interessant. Die Spur führt nach draußen, aber ich darf noch nicht hinterher. Ich muss wohl erst mit ihm quatschen. You disgrace me. Ja, ist okay. Kann ich hier bitte hinterher? Kann ich raus hinterher? Ich kann raus hinterher. Ist ein bisschen komisch hier. Noch ein Geschenk. Ich habe keine Zeit, es auszupacken. Ich muss erst Aurelio finden. Aber ich pack's jetzt trotzdem aus, ne? Herzlichen Glückwunsch, Evelyn. Du bist das wertvollste Geschenk meines Lebens. Hoffentlich gefällt dir dieses Näschen. Jedes Mädchen, das eine gute Hausfrau werden möchte, sollte eines besitzen. In Liebe, Vater. Vaters Geschenk. Es macht dennoch die Geheimniskrämerei nicht wett. Und was soll ich nur mit einem Nähset anfangen? Tja. Du hast ja jetzt Gelegenheit, an Aurelio zu üben, ne? Ich sehe Aurelio jede Nacht in meinen Träumen, aber nun muss ich ihn sehen, wenn ich wach bin. Oh, ich kann wieder Dinge in mich reinstopfen. Vater und ich bastelten diesen Wetterhahn vor 8 Jahren. Es hat Spaß gemacht. Ich muss ganz, ganz dringend Aurelio hinterher. Das ist der tiefste Brunnen im Dorf. Alle unsere Nachbarn beziehen daraus ihr Wasser. Mein Vater kühlt außerdem darin seinen Rum. Komm, alles mit. Ich brauche gerade keinen Eimer Wasser, okay. Da ist ein Schweinchen. Guter Junge, aber wenn die Besitzer der Taverne die Gäste rauswerfen, die ihr Willkommensein überzogen haben, solltest du etwas Platz in der Pfütze machen. Okay, kann ich was aufmachen? Vater verwahrt seine Werkzeuge in seinem Rucksack. Vielleicht findet sich etwas Hilfreiches darin. Ja, dann mach halt mal auf. Wo ist denn das Problem? Stadtmauerschlüssel. Das ist super winzig geschrieben. Was ist das denn? Mein Drachen ist voller Licht? Ach, ich kann einen Tipp benutzen und wenn der Tipp aufgebraucht ist, kann ich den schneller aufladen mit Licht oder wie? Interessant. Oh, ein niedliches Küken. Hast du gefressen, seit du geschlüpft bist? Vor allem, das ist voll der sichere Platz für ein Nest hier, ne? Aber gut, Vögel bauen ja an den unmöglichsten Stellen Nester. Nochmal. Lies hier das Memo. Okay, machen wir wahrscheinlich ganz am Ende, ne? Der Deckel wurde festgenagelt. Ich habe nur meine Schlüssel dabei. Okay, wir gehen mal da lang. Da brauche ich Papas Sheriffstern. Selbst wenn die Tür einen Schlitz offen wäre, könnte ich nicht hindurchschlüpfen. Ich brauche das Jägerwappen, um dieses Tor zu öffnen. Also ich muss praktisch Papa von der Kleidung schneiden, rupfen, wie auch immer, weil freiwillig wird er es mir ja nicht geben. Okay, ich kann nur hier lang. Hä? Ich wollte nicht. Dahin? Evelyn, you disgrace me. Gib mir einfach dein Wappen. Warum kann ich hier eigentlich nochmal durchschauen? Hat das irgendwie was. Kann ich die Laterne nachher mitnehmen? Ich weiß es nicht. Jetzt komme ich dahin. Who goes there? Entering the Forbidden Forest is prohibited. We only allow those with a pass to continue beyond this point. It's Francis' daughter. I don't care who her dad is. No card, no way. Schon in Ordnung. Keiner will mehr die alten Kriegsgeschichten hören. Er endete vor 20 Jahren, dennoch schüren die Zeitungen weiterhin die Angst mit Gerichten über die Bewohner des verbotenen Waldes. Sie behaupten sogar, dass die Felices Kannibalen seien. Was für ein Unsinn, Aurelio ist kein Monster.
Diese schreckliche Kreatur soll jeden vor den Bestien im Wald warnen und sie abhalten, hineinzugehen. Allerdings wollen einige mutige Leute in unserem Dorf Dinge für sich selbst entdecken. Da, das Rotkäppchen. Da bist du. Habe ich nicht so ganz erkannt. Da ist ein A. Nochmal eine Spielkarte. Was genau hilft mir hier das jetzt, dass ich das ansehen kann? Ich habe jetzt alles angeklickt, da passiert nichts mehr. Oben brennen die Feuer. Ich kann wohl erstmal nur zurück, aber anscheinend ist ja mein Schnuppi hier irgendwie durchgekommen, ne? Ich meine, hier sind die Blumen. Wieso ist das denen nicht aufgefallen? Also ich brauche irgendwoher einen Pass. Ich brauche... was habe ich denn da rum? Toll, kann ich die mit rumbestechen? Ist nur eine Frage, ne? Hardworking guards. Frost told me to give you this rum as a reward for your diligent service. Scheinbar funktioniert das. Machen sind doch immer bestechlich. Das ist wunderbar. Ich habe keine Ahnung, was da drin war. Was ist das für ein Zauber rum, der die sofort instant besoffen macht? Ah, toll, hier brauche ich wieder Dinge. Abgeschlossen. Was habe ich denn da? Könnte da reinpassen. Hier ist es gerade. War wohl nicht richtig. Da unten? Du bist schmal. Du siehst aus, als gehörtest du hier hinein. Da? Ja. Und da. Okay, lasst mich hindurch. Wie ist mein Schnucki hier durchgekommen, ohne dass die Wachen das bemerkt haben? Waren die vorher vielleicht einfach nicht da oder so? Sogar ein Hase würde aus diesem Netz entkommen, von einem Schmetterling einmal ganz abgesehen. Nimm's doch trotzdem mit. Die Pflanzen scheinen heller als Lampenfeuer. Hier hängt noch jemand. Armer Kerl, wie viele andere ist er während des Krieges gestorben? Und dann lässt man die da hängen? Okay, die ist schon mal entschärft. Wer immer diese Falle dort aufgestellt hat, hat sich keine Mühe gemacht, sie zu verstecken. Was sollte damit gefangen werden? Dorftrottel, ich weiß es nicht. Ich dachte, wir hätten bereits unsere Kriegsgerätschaften aus dem Wald entfernt. Ja, scheinbar haben wir das nicht getan. Ich weiß, dass man Moos essen kann, aber ich werde hier nicht so lange bleiben, bis ich hungrig bin. Okay. Schon alles her. Also ich kann hier momentan, glaube ich, nichts machen. Ich kann nur weitergehen erstmal. Deswegen werde ich wahrscheinlich alles später brauchen. Oh, ein Hedgehog. Was für ein süßer Fratz. Ob er wohl aus meiner Hand fressen würde? Vater sagt, dass Igel gerne Pilze verspeisen. Ja, das stimmt auch. Okay, okay. Ich kann hier Pilze ankrabbeln. Was bringt mir das? Ja, die scheinen heller als Lampen. Das ist schon okay. Was soll ich denn damit? Na sowas. Was soll ich denn damit? Mir fehlen noch zwei andere. Zwei leuchten, zwei nicht. Und nu? Irgendetwas fehlt. Ja, toll. Das habe ich auch gesehen. Da ist ein Zyklopenschädel. Der Schädel erinnert mich an die Geschichten, die mir mein Vater über die einäugigen Riesen erzählte. Also ich kann hier wundersamerweise alles angrabbeln, aber irgendwie passiert trotzdem nichts. Ich will gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn jemand oder etwas in die Falle getappt wäre. Wenn ich versuche, durch diese Ranken zu gehen, bleibe ich wie eine Fliege im Netz hängen. Die Geschöpfe im Wald sind so einzigartig wie die Pflanzen. Okay, kann ich hier bitte irgendwie was tun? Scheinbar nicht. Kann ich euch... Ja, euch anfassen kann ich, aber es hilft mir alles irgendwie nichts. Okay, hier ist alles voller Gift. Ich kann aufgrund der Gase nicht atmen. Wir fertigen unsere Feuerwerkskörper aus demselben Gas an. Wenn man eine Fackel dran hat, explodiert es. Also wir sollten nicht mit Feuer zündeln. Mein Drache kann leider kein Feuer, ne? Ich habe leider mein Awakening-Drache nicht mehr. Okay, dann gehen wir halt mal da lang, ne? Da wohnt jemand. Das sieht gut aus. Ich benötige einen Schlüssel in Form einer Eichel. Eine richtige Eichel zu finden wäre einfacher. Vielleicht passt es auch. Da ist auch noch jemand. Und deshalb haben Kinder Angst vor dem verbotenen Wald. Weil da Grabbelhände sind.
I've been scared of bats. Ugh. Good boy. Thank you. Won't you take my feather and take my paw? Take my webbed hand into yours. Give me a spin, give me a light. Make all my ding-dong dreams come true tonight. And when we're there, we'll feel lighter than air. We'll feel lighter than air.